Ich wollte eigentlich nur ein Farm-Char machen, wenn ich jetzt so lange live bin. Und das irgendwie eskaliert. Und es wurde Horst Schnulli, der Verschwörungstheoretiker, daraus. Na, wir gehen mal gucken. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Guten Tag. Kann mir jemand sagen, wo ich mich melden muss, wenn mein Flugzeug gekommen ist? Wir sind gerade gelandet. Auf der Seite, dann können Sie sich unterhalten. Wir haben gerade noch keine Flugsicherheit. Wo kommen Sie denn her? Ich musste fliehen. Aus Europa muss ich fliehen. Okay, sind Sie kriminell? Nee, ich... Die Sicherheitsausbildung gemacht? Nee, ich nicht. Natürlich, ich bin hier Karate-Meister hier. Okay, dann. Aber vielleicht gehen wir erstmal hinter die Sicherheitskontrolle ja, da so. Natürlich. Fühlen Sie sich krank? Nee, ich... Geh mal vor, der sieht aus, als würde er beißen. Ja, nee, ich weiß nicht. Nee, ich bin noch nicht kriminell oder so. Noch nicht? Nee, ich bin gar nicht kriminell. Ich musste vor der Regierung muss ich fliehen. Was haben Sie denn gemacht? Das klingt jetzt schon kriminell. In Europa werden wir überwacht. Und wenn man das sagt, dann kann das sein, dass man nicht mehr aufgetrieben wird. Wissens meine Nachbarin, Ursula. Die hat das auf Social Media, hat die das verbreitet und die Beweise hat. Wirklich? Die Beweise? Dass die von der Regierung überwacht wird. Das musste nicht mitschreiben. Dann auf einmal war die Wohnung neben mir frei und dann habe ich den Entschluss gefasst, dass ich auswandern muss. Und, und ich habe gelesen, dass man hier in Los Santos nicht überwacht wird. Wie ist denn Ihr Name? Ich bin Horst. Weiter? Schnulli, okay. Und aus welchem Land kommen Sie? Ich komme aus Europa. Ja, aber aus welchem Land? Köln. Wird nicht zu viel verraten, die macht sich schon Notizen. In Köln, okay. Ist das eine Stadt, ne? Nee, das ist schon eigentlich ein eigenes Land. Land? Ja. Köln. Ich möchte das jetzt nochmal zusammenfassen. Sie sind geflohen, weil Ihre Nachbarin sie überwacht. Nee, die Nachbarin nicht, die Regierung. Die Regierung. Und die weiß das von der Nachbarin? Die Nachbarin wusste genau, dass die Regierung die überwachen tut. Oh, wie alt war die Nachbarin? Die 61. Kann das sein, dass die vielleicht auch einfach einen Spleen hat? Nee, die Wohnung war ja leer. All ihre Möbel sind weg gewesen. Und glauben Sie mir, in Kölnberg kriegen wir mit, wenn jemand auszieht. Was haben Sie denn so vor? Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, was Sie so machen wollen? Ja, erstmal verstecken. Und dann würde ich gerne Bürgergeld beantragen. Gibt es denn vielleicht irgendwas, wenn Sie mal hier ein bisschen Fuß gefasst haben, ein bisschen sicherer fühlen, dass Sie da vielleicht... Lassen Sie kein aktuelles machen? Bitte? Ein aktuelles Bild? Sieht sehr jung aus auf dem Ausweis. Ja, das ist... Ich hab ihn ja auch nicht mehr zur Ausweisstelle, um das nochmal zu aktualisieren. Also wer weiß, wer da arbeitet und was die mit den Daten machen. Deswegen ist das... Da bin ich 21. Das erklärt alles. Okay, alles klar. Okay. Ich habe eine Idee. Das kann ja nur gut sein. Ja, weil in den Schuhen kann ja auch so ein Tracker oder ihr was drin sein. Ich würde Ihnen vorschlagen, Sie kleiden sich hier ein mit Schuhen und allem Pipapo. Und dann gehen wir nochmal zur Polizei. Die haben ja hier so Röntgen-Piep-Dings. Da können wir dann vielleicht einmal drüber fahren. Und wenn es nicht piept, sind sie quasi, wie heißt hier, GPS-Sender, Scheißdreck frei. Ja, das ist eine gute Idee. Wir gehen von der Regierung geleiteten Organisation, um die bestätigen zu lassen, dass die Regierung kein GPS in Kleidung eingenäht hat. Ja, ich merke schon, aber ich glaube tatsächlich von der Dame langsam, dass sie alles versuchen, um mich zu registrieren. Ich möchte nicht registriert werden. Also wenn wir sie registrieren wollen würden, dann würden wir das unter Zwang machen. Ich glaube. Ich möchte gehen. Also wir machen das nicht, aber... Die? Ja. Darf ich bitte von dem Regierungsmitarbeiter weggehen? Natürlich, kommen Sie mit. Wie stehen Sie denn zu Geldautomaten? Ist das auch eher... Also ich habe das, wo ich herkomme, immer so gemacht. Ja.
Ich habe immer meinen Nachbar, bei dem habe ich geklopft. Kevin mit W. So. Ne, weichen Sie von meiner Seite. Nee, ich muss Sie verfolgen. Warum müssen Sie mich verfolgen? Ja, ich gebe das ja den Start weiter. Nee, ist Quatsch. Machen Sie, was Sie wollen. Kommen Sie mal mit mir, bitte. Bitte? Ich möchte Ihnen was zeigen. Wenn Sie mich jetzt, wenn Sie mich jetzt in eine dunkle Gasse für mich verprügeln wollen, ne? Das ist, Kommen Sie mal zu mir. Ich lasse sowas nicht nochmal mit mir machen. Vielleicht bekehrt er dich. Au! Ich hab nichts gesehen. Hilfe! Ja, was los? Polizei, hey, was Polizei, verprügelst du den Blender? Hilfe! Schützen Sie mich! Sagen Sie mal, was war das denn? Was meinen Sie denn? Ja, dass Sie den Herrn Rummel angegriffen haben. Der Regierungsmitarbeiter hat mich angegriffen. Er hat Sie angegriffen? Auf der Treppe. Und dann rennen Sie dem hinterher und prügeln weiter auf den einen. Ja, Desch, ich darf das ja nicht mit mir machen. Das ist ja eine Notwehrsituation gewesen. Wenn Sie angegriffen werden, körperlich angegriffen werden, dann dürfen Sie sich zur Wehr setzen. Dann ist er auf mich losgegangen und dann hat er gemerkt, dass der ist unterlegen gewesen. Und dann bin ich zurück auf den losgegangen und dann ist er vor mir weggelaufen. Der hat mir eben gesagt, der ist ein Regierungsmitarbeiter, der hat dazu gegeben. Und dann bin ich wahrscheinlich mit all dem Wissen, das ich habe, bin ich gefährlich für den gewesen. Aber warum rennen Sie denn weiter hinterher, schlagen auf den einen, wenn er das schon von Ihnen losgelassen hat? Damit er hinfällt. Der hinfällt. Ja, der ist mir die ganze Zeit hinterherlaufen und ich habe gesagt, bitte lassen Sie mich. Aber der hat gesagt, nee, ich muss Sie verfolgen. Ich sag, warum? Weil ich ein Regierungsmitarbeiter bin. Der wollte mir was antun. Dann wollte ich mit dem reden und dann alleine und dann ist er auf mich losgegangen. Und dann wollte ich den zu Fall bringen, damit ich dann schnell, wenn der gefallen ist, kann ich mich nämlich schnell verstecken und weglaufen und der kann mich nicht verfolgen und weiß nicht, wo ich bin. Okay, ich würde mal kurz den Herrn Rummel anrufen und fragen, was der Sache war. Warst du so lange auf ihn auf, Street? Ich kann doch keiner Fliege eigentlich was zu Leibe tun, aber der wollte mich verfolgen. Mhm. Okay. Naja, aber nichtsdestotrotz auf einen älteren Herrn einschlagen ist ja jetzt auch nicht die richtige Art und Weise, ja, oder? Das ist ja eine Notwehrsituation gewesen. Gut, aber kommen Sie einmal mit. Ja, natürlich. Die unten brauchen wir ja nicht unbedingt stehen. Und dann bleiben Sie immer an der Wand stehen. An der Wand stehen bleiben. Haben Sie bei Ihrem Tablet die Kamera zugeklebt? Damit sie nicht beobachtet werden. Ich würde ihnen stellen Sie sich mal da zurück an der Wand, bitte. Die zuzukleben. An die Wand. Ja, stellen Sie sich mal wieder zurück. Ja, an der Wand stehen. Ich weiß, ich sehe, drehen Sie sich mal um. Läuft. Ja. Müssen wir kurz für die Regierung ein Foto machen von Ihnen. Haut ab. Kann sie jetzt stehen? Muss ich sie tasern? Ich werde verfolgt von der nicht schon wieder. Ich lasse das nicht schon wieder mit mir machen. Dann bleiben Sie stehen. Wir wollen Ihnen doch noch helfen. Sie wollen mich chippen. Wir wollen Ihnen doch noch helfen. Bleiben Sie doch stehen. Nein. Ich wollte an die Leiter. Ich glaube, er hat sich wehgetan. Jetzt schon gönnt, dass es geht. Jetzt müssen wir da runter. Ich habe auch ein Auto vorne stehen irgendwo. Ich, das sah übel aus, als wenn das geht, oder nicht? Weil da oben auch nur eine Leiter ist. Haben wir ja gesagt, wir wollten die nur helfen, sonst springen sie da runter. Oh. Ich glaube, ich habe das Bein verstaucht. Aber wir rufen ihn kurz einen Arzt, das ist kein Problem. Die Regierung ruft mir einen Arzt, ich muss sie weg.
wenn sie das Bein dann noch bewegen. Ja, aber tut weh. Ja, das glaube ich ihnen. Da ist ein runtergefallen. Aber sportlich über die Mauer gehüpft. Muss ich schon zugeben. Ich wollte nicht über die Mauer, ich wollte an die Leiter springen. Hat nicht so ganz. Ja, aber ja. Nee, bin abgerutscht. Das passiert dem Besten. Weil wir jetzt auch nicht drum herum manipulieren. Müssen wir einen Arzt mal gucken, ob der da ist. Können Sie nicht mein Foto an die Regierung geben, bitte? Ich bin doch gerade erst davon entkommen. Von der Regierung? Richtig. Sie können mir das Gleiche dann nicht schon wieder antun, nur weil ich so viel weiß. Okay, das heißt, Sie sind noch ein Stück runtergerutscht an der Leiter? Ja, aber also, das war sehr schnell und dann bin ich abgerutscht. Sind Sie noch auf den Füßen gelandet? Nee, ja, ich habe mich ein bisschen abgerollt, aber ich glaube, mir tun beide Beine weh. Mir tun beide Beine weh. Okay. Also Ihre Füße tun gerade am meisten weh oder haben Sie sonst noch Schmerzen? Allgemein die Beine, aber die Füße am meisten, ja. Können Sie denn mir einen Gefallen tun und mir vielleicht mal die Zehen bewegen im rechten Fuß? Ja, helfen Sie mir mal kurz aus dem Schuh raus. Ja, warte, natürlich. Das, sofern das natürlich möglich ist von den Schmerzen her. Rechte. Vorsichtig. Und hier. Die linke. Perfekt. So. Dann warten Sie am besten mal bei beiden Seiten, so mit den Zehen. Das geht. Ich kann sogar den großen einzeln bewegen, guck. Auf beiden Seiten? Ja, auf beiden Seiten. Aber nur den großen, die anderen, die gehen nur zusammen. Bin ich denn fertig mit den Regierungsmitarbeitern da vorne? Naja, ich weiß nicht, ob Sie was noch von Ihnen wollen. Zu uns haben Sie nicht gesagt. Ich frage mal kurz. Können Sie laufen oder können Sie auch einfach hierher holen? Ja, das geht. Das tut nur ein bisschen weh, aber das... Bitte. Brauchen Sie mich denn noch oder kann ich ins Krankenhaus? Sie können mit ins Krankenhaus. Das Einzige, was ich Ihnen jetzt noch mitzuteilen habe, ist, dass Sie für den nächsten Monat Hausverbot im Flughafen haben. Warum? Weil das die Mitarbeiter so wünschen. Sie haben sich wohl angeblich sehr unpfleglich da verhalten. Dementsprechend sprechen wir jetzt im Namen des Einreiseteams ein Hausverbot für einen Monat am Flughafen aus. Das ist gelogen. Dann sprechen Sie da mit dem Flughafenteam drüber. Das ist das, was ich Ihnen ausrichten soll. Und was, wenn ich wieder nach Hause will? Wie kriege ich denn dann ein Ticket? Falls ich mir das doch nochmal anders überlege. Weil also bisher ist das hier jetzt nicht das Beste. Wenn ich aus dem Krankenhaus komme und ich will irgendwann mit irgendwem reden, weil ich da doch nochmal hin will und ich will das vielleicht klären, dann kann ich ja nicht dahin gehen, wenn ich da Hausverbot habe. Das funktioniert ja nicht. Wären Sie denn bereit, sich freundlich zu entschuldigen bei dem Herrn? Bei dem Regierungsmitarbeiter? Ja. Natürlich nicht. Der wollte mir was antun. Der wollte mich die Treppe runtertreten. Dann habe ich mich gewehrt und ich bin derjenige mit Hausverbot. Wofür soll ich mich denn entschuldigen? Sind Sie sich bereit... Dafür, dass Sie den Herrn geschlagen haben. Sind Sie bereit, sich für den Mord zu entschuldigen? Für welchen Mord? Haben Sie keinen begangen? Sehen Sie, dann haben Sie auch nichts, wofür Sie sich entschuldigen müssen. Würden Sie sich für einen Mord entschuldigen, den Sie nicht begangen haben? Natürlich nicht. Ja, warum soll ich mich denn dann entschuldigen, wenn ich ja keinen Fehler gemacht habe? Ich gucke mal, wir versuchen das nochmal zu klären. Ja, wenn Sie irgendwie hier rein müssen, rufen Sie die 911 an und dann versuchen wir das zu vermitteln, ja? Ja, ja. Okay. Perfekt. Wir würden Sie mit zum RTH stützen. Okay. Ja. Na Jock, hallo. Magst du eben die Schuhe mitnehmen? Hallöchen. Like a cat.